Bleiben Sie weg. Wegbleiben. Ja, okay, der Kollege geht gleich auf Taser. Willkommen zur zweiten Folge des Adventskalenders. Wir sind schon auf dem Weg hier zum nächsten oder zum ersten Einsatz des heutigen Tages. Und zwar soll da jemand mit einem Messer sein. Und das machen wir heute mit dem Wolfsburger Passat B7 der Polizei Niedersachsen. Kollege und ich sind hier natürlich auch schön dick angezogen hier jetzt im Winter. Auf jeden Fall schön mit dem Schnee. Und wir dürfen uns auch nicht so viel Zeit lassen. Deswegen frage ich auch ein bisschen wie ein Verrückter, bevor die Person noch jemanden verlässt. Und finde ich gerade cool. Ich sehe gerade hier auf dem Navi, die Person muss auf der Autobahn sein. Und das darf ja eigentlich nicht sein. Ja, da ist die Person. Habe ich hier denn so Warnteile? Stopp, Polizei. Ja gut, aber nur vorne. Mach ich mal einen Warnweg an. Hallo, guten Tag. Gehen Sie weg. Ich werde hier nicht in eine Psychiatrie gehen. Bleiben Sie weg. Wegbleiben. Ja, okay, der Kollege geht gleich auf Taser. So. Sie können gleich runter auf den Boden. Messer fallen lassen. Ich gehe das Messer einsammeln. Messer ist eingesammelt. Kollege, nimmst du ihn fest? Oh, dann können wir die Waffe wieder wegpacken und der Herr ist festgenommen. So, an die Zentrale. Person wurde verhaftet, niemand verletzt. Ich würde sagen, als damit wir hier alle sicher wegkommen, vor allen Dingen auch Sie, der Herr, packen wir Sie schnell hier hinten in den Front. Einmal die Türe aufmachen. Dann steigen Sie hier. Doch, mein Kollege, was machst du denn? Bist du doof? Dein Kollege, komm schnell rein. Dann fahren wir von der Autobahn runter, weil ich glaube, sonst wird das echt gefährlich. Das hier können wir nicht mit dem sprechen. Müssen hier noch durchsuchen. Er hat ja jetzt Handschellen an, sodass er sich rein theoretisch nicht losmachen sollte. Oder, ja, wohl, er könnte sie vielleicht losmachen, aber ich weiß nicht, was er dabei hat. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich mal hier einfach überhole. Weil sonst dauert das zu lange. Aber er sollte auf jeden Fall schon mal sicher sein. Schöne Schmutztextur finde ich. Hier so mit dem Dreck. Okay, und dann der kleine Kratzer, wo er auch immer der kommt. Weiß tatsächlich nicht. Ja, da vorne kommt doch schon die nächste Abfahrt. Da können wir doch reinfahren und mit der Person reden. Mein Gott, das Licht geht immer aus. Das ist nervig. Ja, okay, gut. Das sollte hier reichen. So, dann. Ach, würde ich sagen, lassen wir die Karre einfach aus. Und, ach, wir brauchen noch keine weitere Unit hier. So, der Herr, bitte einmal rauskommen. Kommen Sie bitte raus. Vielen Dank. So, ist Ihnen ein bisschen kalt so mit. Jawohl, ist ja keine kurze Hose. Ja, okay, gut. Dann werde ich sie einmal filzen. Und dann werde ich. Haben Sie irgendwelche Gegenstände an sich? Die Frage vergesse ich immer zu stellen, tatsächlich. Ja, Hundebeutel, Rev, Bekennerschild, okay, Magifix, Gummibärentorte und Marihuana-Pflanze, okay, gut. Dann frage ich sie doch mal, der Herr, haben Sie irgendwas getrunken? Oh nein, Alkohol ist hohl. Okay, und irgendwelche Betäubungsmittel konsumiert? Ich habe meinen Kumpel an Haar verloren, okay. Irgendwelche legalen Gegenstände brauche ich sie nicht fragen. Was wollten Sie denn da machen? Ich lasse die Eier schaukeln, okay, und wo kommen sie? Vom Orthopäden, wohin wollen sie denn überhaupt? Weißenhäuser Strand. Also, kommen sie von hier irgendwo? Hab mal in Duisburg-Marxloth gewohnt, kein schöner Ort, okay. Ich weiß ja noch gar nicht seinen Namen, wie kriegen sie den Haftbefehl vor? Kann mich nicht daran erinnern, okay. Waffen, gehört ihnen die Waffe? Ja, jo, die Quittung ist irgendwo, Moment. Okay, ich werde einmal, obwohl, nee, warte mal, bevor wir irgendwas falsch machen, wir wollen ja nicht verletzt werden. Kollege, machst du bitte einen Atemalkoholtest einmal? Thanks. Jo, gut, nichts, dann machen wir noch einen Drogentest, den mache ich aber jetzt. Oh, der ist tätowiert im Gesicht, sehe ich gerade. Mit so Teufelssachen. So, Drogen hat er nicht genommen, okay. Dann werde ich einmal hier gucken, ob der Herr
irgendwas vorliegen hat. Fahrerlaubnis ist gültig, ausstehender Haftbefehl hat er nicht, Waffenstatus hat er keinen. Okay, dieses Messer braucht aber wahrscheinlich auch keinen Waffenschein. Gut, dann eine Straftat, und zwar Verkehr. Gibt's das überhaupt? Nee, wahrscheinlich nicht. Wo gibt's das hier denn? Andere Gewaltverbrechen, ja, Teilnahme, Aufstand, nee. Abbruch. Delikt. Das wird wahrscheinlich dann hier öffentliche Verweise. Straßenüberquerung verperrt, das passt perfekt. Rücksichtslose Gefährdung, das passt ja noch perfekter. Gut, dann kriegt er das hier. 500, nee, 800 Euro kostet das. Ui, das tut weh. Gut, der Herr, dann nehme ich sie einmal wieder. Kollege, du bist die größte Hilfe gerade, wie du da stehst. Aber zum Glück habe ich dich mit. Sonst hätte er mich vielleicht gerade eben verletzt. Wer weiß, ne? So, dann steigen Sie bitte mal ein. Ist das dein Ernst, Kollege? Jetzt muss ich es nochmal machen. Ey, dieser Kollege ist so nervig. Geh weg, bitte. Ja, genau so. Warum machst du denn die Tür zu? Warum gehst du dahin? Meine Güte. Ich bin schon kurz vorm Ausrasten. So, dann fahren wir sie einmal ins Gefängnis. Dann musste ich einmal die Polizeistation markieren. Und die ist ja auch schon hier vorne. Fahren wir hier unten lang. Das ist auch das nächste. Ne, gibt noch ein näheres. Ja, ein Knast ist hier, aber das ist ja kein richtiger Knast. Das ist ja irgendwie nur ein Abgabepunkt, der da eingespeichert ist. Dann fahren wir den Herrn doch mal ins Gefängnis. Aber er sagt, er geht nicht wieder zurück in die Psychiatrie, glaube ich. Also kann, ist er vielleicht ausgebrochen aus der Psychiatrie. Aber das wissen wir natürlich nicht. Gott, Heckantrieb. Und Schnee. Und irgendwie kommt hier, glaube ich, der Zug oder so. Aber das war ja zu spät zu sehen. Ja, der Zug kommt, hört man. Ja, da fährt er. So. Licht ist schon wieder ausgegangen, meine Güte. So, mal aufpassen, ich fahre hier ein bisschen schneller gerade. Weil ich würde den Herrn gerne schnell. Oh Gott! Okay. Notiert für die Zukunft, nicht verrückt fahren. Das könnte wehtun. So, dann haben wir das jetzt schon mal. Dann fahre ich hier rechts. Oh Gott. Heckantrieb ist wirklich, das sind die gefühlt längsten 2 Kilometer, die ich jemals hatte. Jetzt, wo der Schnee ist. Es sieht man auch tatsächlich, wie das hier so ist mit den ganzen Fahrzeugen. Ah, ich finde Schnee schön. Was haltet ihr von Schnee? Schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich habe auch schon Umfragen gemacht, ob ihr Schnee genauso mögt wie ich. Und ich liebe Schnee einfach. Ach, ich muss ja da unten hin. So, haben wir hier rechts. Und dann können wir den hier einmal abgeben. So, einmal selbst zur Zelle bringen. So, der einmal kommen bitte. Nehmen Sie einmal. Und dann packe ich sie hier in die Zelle gleich hier vorne. Und dann, ja, hoffentlich schaffe ich. Dann mache ich hier noch einmal in die Handschellenlose. Und dann werden die Kollegen sich hier rumkümmern. Und dann war es das auch schon wieder mit dem heutigen Adventskalender-Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Und falls Sie, auch Sie da drinnen, mich noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie es auch sehr gerne. Und lassen Sie die Glocke aktiv. Was? Ich wollte, ja, egal. Aktivieren Sie auch die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.